Woher kommt die Masse? Woraus besteht dunkle Materie? Gibt es extra Dimensionen? Was geschah nach dem Urknall? Dies sind die zentralen Fragen der Teilchenphysik. Und damit herzlich willkommen. Mithilfe des LHCs versuchen die Physiker Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber was ist der LHC überhaupt und wie gehen die Forscher bei ihrer Arbeit vor? Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie, dem KIT, stellen ihn uns einmal genauer vor. Der LHC ist der größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Er ist 27 Kilometer lang und befindet sich an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz. Und dort werden Protonen, also Wasserstoffkerne, beschleunigt und aufeinander geschossen. Also die Protonen kommen zunächst aus einer einfachen Wasserstoffflasche, werden dann über verschiedene Vorbeschleuniger langsam auf höhere Energien gebracht. Die letzte Stufe findet im LHC selber statt. Und wenn sie dann auf der maximalen Energie sind, von im Moment 7 Teraelektronenvolt, dann werden die beiden Strahlen so gebündelt, dass sie sich an gewissen Punkten treffen, nämlich genau dort, wo die Detektoren sitzen. In den Protonkollisionen entstehen neue Teilchen, die dann seitlich wegfliegen. Die meisten dieser zerfallen jedoch sofort wieder, bevor sie noch die ersten Detektorelemente treffen können. Nur insgesamt 7 verschiedene Arten können wir im Detektor sehen und zeichnen deren Eigenschaften dort auf. Um die anderen dann rekonstruieren zu können, braucht es Computerprogramme und große Computercluster, wo die Informationen aus dem Detektor wieder zurückgerechnet werden, um diese eben wieder zu rekonstruieren und ihre Eigenschaften bestimmen zu können. Der Teilchenbeschleuniger ist also ein wesentlicher Bestandteil bei der Forschung nach den offenen Fragen der Teilchenphysik. Ist es aber dennoch gerechtfertigt, dafür einige Milliarden Euro auszugeben? Dazu haben wir die wissenschaftlichen Mitarbeiter des KIT, die uns gerade den LHC vorgestellt haben, sowie eine Theologieprofessorin der Universität Tübingen befragt. 10 Milliarden Euro für einen Teilchenbeschleuniger sind gerechtfertigt, da die Menschen dadurch schon viele neue Erkenntnisse gewonnen haben, wie zum Beispiel in der Beschleunigerphysik, wo es große Weiterentwicklungen gab. Und Beschleuniger sind zum Beispiel nicht nur wichtig für die Teilchenphysik, sondern auch für die Medizin. Ich würde sagen, man muss das ins Verhältnis setzen zu anderen Kulturleistungen, also Subventionen von Opern, Subventionen von Museen, dass man die Wissenschaft auch in diesen Bereich dessen einrückt, die letztlich eben das Menschsein in seiner kulturellen Güte aufrechterhält. Insofern denke ich, werden wir eben gerade auch um Entwicklungshilfe zielgerichtet betreiben zu können und ebenfalls eben mit dem Know-how, der erforderlich ist, dürfen wir nicht dahin kommen, dass wir sagen, wir streichen die Wissenschaft zusammen. Denn wir werden sehen, bei der Bevölkerungsexplosion werden wir mehr und mehr auf technologisches Know-how angewiesen sein. Und insofern wäre es verheerend, nun tatsächlich Ausgaben im Wissenschaftsbereich zu kürzen. Und wie ich vorhin ausgeführt habe, ist eben die Grundlagenforschung der Grundpfeiler für eine Wissenschaft, die das Überleben der Menschheit langfristig sichern wird. Ich finde, es ist gerechtfertigt, auch weiterhin Geld für den LHC auszugeben. Zum einen werden wir neue Erkenntnisse im Bereich der Physik erlangen, denn wir testen die Natur bei Energien, die wir so noch nicht experimentell herstellen konnten. Man würde so erstmal sagen, das hat keine praktische Anwendung, aber schaut man für GPS, um genaue Positionsbestimmung zu machen, sind die Korrekturen aus dieser allgemeinen Relativitätstheorie bereits so groß, dass man sie berücksichtigen muss. Und natürlich wird der LHC auch Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Das Problem ist, diese können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Das wird sich erst in der Zukunft zeigen. Man kann nicht die Wissenschaft darauf konzentrieren, direkte Ziele, direkte Nutzenbestimmungen zu entwerfen und daraufhin dann zu forschen, das reicht nicht aus. Und die besten Erfindungen sind eben gerade nicht zielorientiert gemacht worden.
Es ist also nach den Wissenschaftlern und der Professoren sinnvoll, diese Forschung weiterhin zu unterstützen, auch wenn wir nicht wissen, welche Ergebnisse uns der LHC in Zukunft liefern wird. Doch was ist die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zu dieser mit hohen Kosten verbundenen Forschung nach den zentralen Fragen der Teilchenphysik? Dazu haben wir zwei Lehrer des Karlsruher Helmholtz-Gymnasiums gefragt, ob sie es als gerechtfertigt empfinden, mehrere Milliarden Euro für einen solchen Teilchenbeschleuniger aufzubringen. Finanziell lässt sich das Projekt natürlich sehr kritisch betrachten. Einerseits natürlich aus der politischen Situation, dass wir viele europäische Staaten haben, die Geldsorgen haben, gerade wenn man nach Griechenland schaut, dass da Millionen oder gar auch Milliarden in dieses Projekt gesteckt werden. Es ist natürlich fraglich, wofür man das Geld ausgibt, wenn Grundlagenforschung nicht klarer umrissen wird und vielleicht auf ein konkretes Ziel hinausgeht. Beim Teilchenbeschleuniger handelt es sich um ein Projekt, welches der Allgemeinheit schwer zu vermitteln ist, zumindest die Riesenkosten, da es nicht direkt zum Lebensunterhalt, zur Aufrechterhaltung des Lebensunterhalts beiträgt. So, einerseits natürlich das Problem, dass Bürger, die letztendlich auch dieses Projekt finanzieren sollen, Probleme haben, sich auch rechtlich mit diesem Projekt auseinanderzusetzen. Das bedeutet konkrete Klagen. Gegen dieses Projekt sind natürlich nicht in der Schweiz möglich, sondern auf europäischer Ebene. Und das macht es natürlich für den Normalbürger sehr schwierig, hier sich einzubringen oder auch dagegen zu stimmen. Und das zeigt auch, dass dieses Projekt natürlich von der rechtlichen Seite her und auch von demokratietheoretischen Aspekten natürlich schwer ist auch zu tragen, wenn Bürger, die unmittelbar in der Nähe leben, wenig rechtliche Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Es ist aber so, dass die Entwicklung, Geschichte der Menschheit immer dann einen Riesenschritt machte, wenn gerade Dinge entdeckt, erforscht wurden, die nichts mit dem direkten Lebensumfeld der Leute zu tun hatten, sondern richtungsweisende Forschungsergebnisse, wie zum Beispiel die Entdeckung der Elektrizität durch Volta. Das Thema lässt sich also aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Um ein klareres Meinungsbild zu erhalten, haben wir eine Umfrage gestartet. Hier sehen Sie das Ergebnis. Von den befragten Lehrerinnen und Lehrern waren 46% dafür, 24% dagegen und 30% konnten sich nicht für oder gegen das Projekt entscheiden. Von den befragten naturwissenschaftlichen Lehrern waren 62% für das Projekt, 19% dagegen und 19% konnten sich hier nicht entscheiden. Bei den befragten nicht naturwissenschaftlichen Lehrern waren 33% für das Projekt, 29% dagegen und hier konnten sich 38% nicht entscheiden. Dennoch ist es nicht einfach, sich als Außenstehender eine eigene Meinung zu bilden. Um die Meinungsbildung zu fördern, wäre ein Dialog der Wissenschaft mit Interessierten und Bürgerinnen und Bürgern anzustreben, um die Forschung nach den offenen Fragen der Teilchenphysik ein wenig verständlicher und etwas greifbarer zu machen. Vielen Dank.